Ja, viele wollen jetzt überraschende Niederlage 1-2 bei Tasmania Berlin. Ihr hattet Chancen gefühlt für 3 oder 4 Spiele, aber so richtig wollte kein Treffer fallen. Ja, wir hatten Chancen, aber wir haben aber auch den Gegner plus die 2 Tore und noch 2 weitere sehr, sehr gute Chancen ermöglicht und noch eine halbe in der Nachspielzeit. Das ist dann einfach in der Art dann einfach auch zu viel. Sowieso in der Entstehung, das 0-1, 0-2, das ist dann eigentlich auch nicht akzeptabel. Aber da kann ich auch schon mal sagen, was sind die Möglichkeiten, die man dann hat. Also wenn man nur so einen kleinen Kader zur Verfügung hat und dann noch 3 Verletzte. Aber die 3 Verletzten haben nichts mit der Niederlage zu tun. Und ich möchte das dann auch nicht damit entschuldigt sehen. Fakt ist, dass in dem Spiel auch wieder die Grundordnung nicht so optimal war, wie sie in den letzten 3 Spielen war. Deswegen kam auch dann Top-Gesamtleistung heraus, wurde auch von mir herausgestellt. Dann haben wir natürlich versucht, gedrückt. Wir haben auch in der ersten Halbzeit versucht, da immer in die Box zu kommen und den entscheidenden Pass zu geben, aber der entscheidende Pass ist nicht gekommen. Umso mehr brauchst du dann nach der Halbzeit beim Stand von 0-0 hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, dass du nicht solche Gegentore bekommst, weil eins ist ja klar, mit jedem Gegentor wird es schwieriger, die Zeit, die läuft, du wirst dann noch hektischer, du wirst dann noch unruhiger, weil die Spieler erwarten natürlich dann auch, dass wir hier gewinnen und das ist dann wieder mal nicht eingetreten und wieder mal ist es gnadenlos dann bestraft worden. Wenn du die Grundprinzipien des Fußballs nicht erfüllst, dann ist jedes Spiel noch schwieriger, als es schon schwieriger und schwerer, als es schon ist. In der ersten Minute hattet ihr ja gleich eine gute Chance. Also das Spiel hätte ja ganz anders verlaufen können, wäre das Ding drin gewesen. Ja, ist grundsätzlich spekulativ, aber das glauben wir auch, sowieso mit dem letzten Spielen, die wir hatten, dass wenn du dann so ein Tor machst und vor allen Dingen auch so eine gute Situation, ein sehr guter Pass, sehr gutes Laufweg. Nur Max hat beim BFC schon so eine 100%ige beim Stand von 1-1, wo wir 2-1 in Führung gehen können, hat heute die 100%ige Chance, die wir zum 1-0 erzielen können, haben wir nicht gemacht. Umso wichtiger ist es ja dann, dass du nach hinten weiter gut geordnet bleibst, dass du weiterhin diszipliniert bleibst, dass die Abstände nicht zu groß sind. Und hier haben wir in der ersten Halbzeit schon mit 2 Gegenangriffe zu spüren bekommen. Es war aber Thema gestern in der Videoanalyse, es war Thema in der Besprechung, das war heute nochmal angesprochen worden, dass es wichtig ist, aus einer extrem guten Kompaktheit keine Konter zuzulassen, weil über 90 Minuten glauben wir schon, wenn wir immer die Ordnung behalten, dass wir dann auch die Intensität steigern können, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist einfach, was mich kolossal ärgert, was mich richtig ärgert, was mich auch richtig sauer macht. Aber ich sage nochmal, in meinem Spielraum zu handeln sind fast null. Und auch ein weiterer Kritikpunkt, wie Ecken hattet ihr heute auch über 10 und ich glaube erst mit Hoffmann am Ende des Spiels wurde es besser so richtig. Also die richtige Eckenvariante oder Eckenschützen habt ihr noch nicht gefunden. Ja gut, also die in der ersten Halbzeit, ich glaube die dritte Ecke, ne, das war ein super Eckball von Borger und Badu köpft freistehend übers Tor. Also das ist natürlich klar, dass diese Frage dann gestellt wird, ist auch nachvollziehbar. Ich sage nochmal, am Ende des Spiels wird es immer hektischer. Fakt ist aber, dass wir auch nicht diese klassischen Kopfballspieler haben. Ich will das nicht damit entschuldigen oder rechtfertigen, aber zumindest will ich es begründen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man dann über Standardsituationen ein bisschen mehr Gefahr machen kann, obwohl ich dann auch sagen muss, wie viel Mal ist der Ball dann einem 5-Meter-Raum irgendwelchen Leuten vor die Füße gefallen, nach dem 1-2, aber nicht unseren Spieler vor die Füße gefallen. Und ich sage nochmal, wir kriegen das an Bestrafung, an Grundprinzip, Grundordnung, hohes Maß an Disziplin. Sowieso, wenn du dann die Chancen nicht wegmachst, darfst du nicht solche Gegentore bekommen. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob er das 1-0 halten muss, das weiß ich nicht. Muss ich mir nochmal angucken. 2-0 kann er nicht halten, hat aber vorher 2 sehr, sehr gute gehalten. Und ich will mich nicht hinstellen, die Chancen hätten ausreichen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen, wenn du solche Gegentore bekommst, die durch so grobe Fehler passieren.
passieren, wie sie dann passiert sind. Genau, bringt man heute im Tor, war abgesprochen, verlautet es, Max Kremer kam vorne links zurück und Schulz muss heute in die rechte Verteidigung. Wie zufrieden bist du mit den drei Umstellungen? Ja, gut, wenn Max das Tor gemacht hätte, wäre auch wieder alles richtig gewesen. Also grundsätzlich war ich mit der Körpersprache, mit der Einstellung des Torwarts absolut zufrieden. Es war wirklich abgesprochen. Wir wollten das eigentlich schon in Rathenow machen, aber da war uns das Risiko in der Situation, wo wir uns befanden, mit den zwei sehr schlechten Auswärtsspielen mit Halberstadt und TB und dann drei Tage später im Landespokal beim Regionalligisten haben wir das auf heute gelegt. Das war klar abgesprochen und da halte ich mich dann auch dran. Ich habe Lukas Schulz in der ersten Halbzeit nicht so gut gesehen. Vielleicht mögen das andere anders gesehen haben. Max nach den fast zwei Monaten erstes Spiel wieder. Ich war davon überzeugt, weil er sich sehr gut in den Räumen aufhält. Siehe die Chance, die gleich am Anfang des Spiels von seinem Laufweg her, hatte dann in der zweiten Halbzeit, kurz nach der Halbzeit, auch nochmal zwei gute Möglichkeiten in der Vorbereitung, wo, glaube ich, Tobi Hasse vielleicht auch, wenn er sich anders positioniert, den Ball verwerten kann. Also das war okay. Nochmal, ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir als Mannschaft insgesamt dieses Spiel gewinnen. Wir sind am Mittwoch schon bodenlos enttäuscht gewesen, aber Sie können sich vorstellen, oder jeder kann sich vorstellen, heute noch mehr, weil ich weiß, was da dran hängt an diesem Club und wir brauchen da mehr Verantwortungsbewusstsein der Mannschaft. So, jetzt geht's knüppelhart weiter, Mittwochabend Karlsruhe Jena. Wie stellt man das Team darauf ein? Ja, das ist ja, das sind die Ansetzungen, da wurde ja oft genug drüber diskutiert, da braucht man sich jetzt auch nicht drauf anhalten. Fakt ist erstmal, dass man, wenn man Spiele gewinnen will, nicht solche Gegentore bekommt und wenn man Chancen hat, konsequenter nutzen, viel mehr Gier zu haben, diesen Ball über die Linie zu bringen. Ich sage das so, beim 7-0 das 8-0 zu machen ist einfach. Beim Stand von 0-0 das 1-0 zu erzielen, das hat eine andere Note und das gilt es zu beweisen.